Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Wir werfen nochmal einen Blick auf Swordsman VR, einem ja realistischen, einer realistischen Kampfsimulation. Wir können sehen, ich habe schon ein bisschen gespielt, es gab ja schon eine Folge hier auf meinem Kanal zu sehen. Und ja, wir werfen einfach nochmal einen zweiten Blick auf dieses Spiel, auch vielleicht für die Leute, die etwas später auf meinen Kanal hier stoßen und dann vielleicht gerne wissen möchten, wie dieses Spiel ist, wie es sich spielen lässt, wie es aussieht und so weiter und so fort. Deswegen heute nochmal so ein zweiter kleiner Blick auf diesen Titel hier. Wir befinden uns gerade im Hauptmenü, wir können sehen, zwei Chars habe ich, einen schon gebaut und angefangen, einer steht bei 0. Wir machen natürlich hier weiter. Ja, in der ersten Folge haben wir schon mal so einen kleinen Blick auf die Kampagne geworfen, die ja anhand eigentlich so, ja, ist halt ein bisschen lieblos gestaltet, möchte ich mal sagen. Ja, man spielt da irgendwie einfach nur in Arenen gegen andere Feinde, mehr ist es eigentlich nicht. Das hatte ich euch in der ersten Folge gezeigt, da haben wir ja verschiedene Kacheln, da spielt ihr dann einfach hier die ganzen, ja, ich sag mal jetzt mal Level durch. Haben ja überall schon mal so ein bisschen reingeschaut, ja, wie ihr sehen könnt. Das müssen wir wahrscheinlich erst noch freispielen, denke ich, oder? Oh nein, was haben wir hier? Fight Claws. Na komm, dann gehen wir noch mal kurz in die Karibik, machen da noch mal so einen Fight. Und dann können wir noch mal auf die anderen Modi schauen, die es hier so gibt. Hier in der Karibik sind ja tatsächlich nicht ganz so viele Level. So. Oh, na hallo. So, den ersten haben wir schon mal kalt gemacht. Das hat er nicht kommen sehen. So. Ja, also tatsächlich ist es wirklich so, dass man mit diesen Zustechen ja am besten zur Rande kommt. Und ich habe ihn zwar getroffen, aber er hat mich zuerst getroffen. Ja, Waffenphysik ein bisschen tatsächlich komisch hier in dem Spiel. Fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam an. Ja, Waffen bewegen sich so mit, könnt ihr sehen. Das schwingt alles so ein bisschen mit hier. Morgensport. So. Das war richtig. Töten. Oh, das war ein Stich in die Weichteile. So. War nix, ja, ne? Komm, Junge. So. Ja, also tatsächlich mit Schlagen ist es echt irgendwie schwierig, einen Gegner zu erwischen, aber es geht auch. Na. Ja. Kopf ab, ne? Oh, Slow-mo. Alter, was ist das? Krasser Scheiß. He died, okay. Use the cannons to stun him. Ah. Das versuchen wir nochmal, oder? Muss ich also an die Dinger dann ran. Ja, tracking-technisch ist das halt ein bisschen schwierig, sobald du hier außerdem Sichtbereich bis okay, es geht. Oh. Letzten Zuckung, ne? Oh. So, das war gemein, ich weiß.
Hallo? Och. Cannons can be triggered by slashing their backs. Ich hätte die wahrscheinlich schlagen müssen, ne? Wir versuchen es nochmal. Ja, also kampffysiktechnisch ist das cool gemacht. Und. Oh. Oh. Jei. Also ich bin tatsächlich auch ein Typ, der immer noch sehr empfänglich ist für Motion Sickness, ne? Aber ja, bei dem Spiel, also trotz der freien Bewegung, habe ich ja keinerlei Probleme. Ja, das ist richtig nice. So. So, auf den Kraken immer schön aufpassen. Kommt noch nicht. Komm her, Junge, kommt. Hier, die Brüder Grimm oder was? Ja, Gegnertypen, seht ihr schon, ne? Abwechslung ist da jetzt nicht so geboten. Oh. War's, ne? Ja, sehr schön. So, gehen wir mal ins Menü raus. Hier kann man sich natürlich diese ganzen Münzen und sowas verdienen, wo man sich dann praktisch halt neue Waffen und sowas kaufen kann. Ansonsten hat man noch eine Art, oder was heißt eine Art, man hat noch einen Arena-Modus. Kann man verschiedene Wellen von Gegnern einstellen, den Schwierigkeitsgrad, Sandbox. Habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Wir können ja mal den Horde-Modus starten. Dass wir das auch einfach mal sehen, oder ihr seht, was man halt noch so spielen kann. Ansonsten würde ich euch natürlich auch empfehlen, entsprechend nochmal in die erste Folge auch reinzuschauen. Die werde ich euch entsprechend oben in der Infobox natürlich verlinken dort. Ja, da oben. Oder hier, je nachdem. Jemand da? Ah, da. Das sieht natürlich ganz cool aus hier. Komm ran, ja. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier Snap-Turn-Geschichte drin. Junge, ich passe ja nicht mal durch die Tür, du. Oh, jetzt wird's interesting. Oh, geil. Yes, das war hier. Also eigentlich sollte man Zombies richtig töten, ne? Nochmal nach hier ein bisschen, ja. Bisschen finster ja gerade, ne? Die Stimmung, ein bisschen. Aber nie alles. Oh, das ist fies, Junge. Komm hier. Über die Linie musst du gehen. Ja, manchmal ist es mit dem Schlagen dann doch noch so ein bisschen, naja. Komm, Junge. Dancing Queen. Oh, Alter. Jetzt war ich erschrocken. Okay. Man sollte vielleicht auch mal ein bisschen um sich gucken. Also der Horde-Modus vielleicht dann eher was für Leute, die immer so ein bisschen... Wir haben ja mehr Schwierigkeitsgrad wollen, also in diesem normalen Story-Modi, ne, wo man halt unterwegs ist, ist es tatsächlich ein bisschen ja, öde, möchte ich jetzt mal sagen. Horde-Modus war jetzt schon wieder ein bisschen cooler.
Auch wenn es ein bisschen dunkel war. Hier haben wir den Sandbox-Modus. Ich weiß gar nicht. Wir warten jetzt hier. Full. Ja, ich bin voll, ne? Da, eine Libelle. Oh. Alter! Slow-Mo, Junge! Geiler Scheiß. Was ist los, Junge? Naja, gut. Ein Sportler sollte das mir nicht werden. Wo ist denn eigentlich mein Bogen, ey? Ich raff's gerade nicht. Boah. Oh, das Menü ist aber ganz schön hässlich hier. Das kotzt mich gerade ein bisschen an, dass ich hier kein Bogen habe irgendwie. Ich habe die Pfeile zum Einstecken, aber ich weiß nicht, wo der Bogen ist. Da bin ich gerade so rasselig wieder und check's nicht. Dinger ran, ja. Junge, der Zahnstocher kommt ja nicht mal an der Tür an. Ja, okay, gehen wir mal raus hier. Boah. Das Menü, ne? Ganz komisch. Habe ich das Richtige gedrückt? Menü. Ist klar. Ja. Keine Ahnung. Was jetzt hier. Das Problem war, da gehen wir nochmal in die Arena rein. Machen hier nochmal. 5 Wellen, gehen wir an der Schwierigkeit ein bisschen hoch. Naja. So. Ja, für die Leute, die es vielleicht interessiert, die nicht wissen, ob sich das Spiel holen sollen, weil keine Ahnung. Also, schlecht ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Oh. Ah, das ist ja unfair, ne? Ja, den muss ich. Ach, den muss ich bluten lassen, du. Das ist ja auch gemein, ne, mit so einer Rüstung hier. Das hat im Nehmen, du. Oh, ey. Retry. So nicht. Ja. Ey. Warum haben die alle solche scheiß Rüstung? Boah. Ich brauche ein bisschen was Geileres hier. Hello. Junge. Du musst mal da Augen aufmachen. Ja, also wie gesagt, diese Stichgeschichte, ne, ist natürlich optimal. Also ihr merkt schon, ich spiele eine ganze Weile, ohne dass ich hier. Aua, tatsächlich. Ey, geht gar nicht. Keinerlei Problem hab. Retry. Also. Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher gestellt, kommen dann natürlich auch entsprechend schwerere Gegner hier.
Ey, ich war doch drin im Gesicht, ne? Oh. So. Warte mal. Weg. Oh. Kein Fall mehr am Köcher. Das machen wir gleich mal anders hier. Ey. Oh, der war knapp. Na, nimm mit. Nimm mit. Genau. Oh, schade. Oh, scheiße, die aufpassen. Nicht leichtsinnig werden. Kriegst einer von Helm, du. Komm schon. Zack. So. Ich nehme den anderen als Deckung einfach mal. Schnell angepiekst. Ja, komm. Komm, Junge. Da bin ich. Oder hier. Oh, Vorderwand gelaufen. Ja. Alter. Oh, der hat gar keine Panzerung. Sorry, Guy. So, jetzt du nochmal hier. Ja. Zu weh, ne? Kann ich mir vorstellen. Mal auf, du. Guck mal da in die Bälle. Ach. Ja. Gib mir mal deine Rüstung. Naja. Gut. Also, ja, wie gesagt, Arena-Modus dann ähnlich eigentlich wie der Story-Modus, ja. Da gibt es jetzt wirklich keine Unterschiede. Also, man muss tatsächlich sagen, das Spiel ist jetzt irgendwie nicht der übelste Renner. Aber man kann ja schon tatsächlich ein bisschen Spaß haben, ne? Soll sogar irgendwann mal einen Skinshop geben, wie man sehen kann. Ansonsten hier. Oh, es gibt sogar Äxte. Nice. Dolche, Schilde. Bögen, Schwerter. Schwerter gibt es natürlich haufenweise. At your service. Hier gibt es die Rüstungen, glaube ich. Genau. So, da kann man das sehen. Ey, das ist die Axt, ne, die ich jetzt, glaube ich, habe. Sieht ganz cool aus. Jesus, Junge, 6000, ne? Ah, gibt schon geile Dinger. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen sammeln und natürlich ein bisschen kämpfen gehen. Ja, also wie gesagt, so Kampfgeschichte und die ganze Physik, das ist wirklich cool gemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es übersehen habe. Schade tatsächlich, dass es hier ja, keinen PvP-Modus gibt. Das fände ich tatsächlich ganz interessant nochmal. Vielleicht war ja aber auch hier dieser Sandbox-Modus ein PvP-Modus. Ich weiß es nicht, war ja kein Gegner irgendwie da. Ansonsten, wie gesagt, macht das schon Spaß, aber es ist... ja, wie soll ich sagen, ne? Also jetzt kein Spiel, was ich mir jetzt vielleicht als erstes kaufen würde, ne? Man muss schon Bock auf solche Spiele haben, mit diesen realistischen Kampfgedöns. Dann könnte das auf jeden Fall Spaß machen, aber jetzt, ja,
gibt auf jeden Fall aktuell noch bessere Spiele, die man vielleicht eher zocken kann als Swordsman VR. Aber ich wollte euch einfach mal so eine zweite Folge zeigen, damit ihr einfach nochmal ja auch sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, viele stoßen vielleicht das jetzt auf meinen Kanal, sehen hier vielleicht diese Folge zuerst. Dann schaut ihr bitte oben in die Infobox. Da gibt es dann noch die erste Folge verlinkt und natürlich auch noch andere Spiele. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt. Kann ich gerade nicht machen. Und ja, wenn ihr vielleicht ein Abo da lasst für meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. Auf meinem VR-Kanal sind es aktuell schon 25 Abonnenten, habe ich mich sehr gefreut, geht dann doch relativ fix. Und auf diesem VR-Kanal gibt es natürlich auch nur alles rund ums Thema VR. Inwieweit ich das jetzt noch über die PlayStation VR 2 ausdehne, muss ich halt schauen. Aber aktuell gibt es eben von der PlayStation VR 2 ja Themen, Let's Plays und so weiter und so fröhlich. Und deswegen würde ich mich freuen, ja, wenn der eine oder andere dazukommt. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr halt Lust habt, noch andere Themen zu sehen oder vielleicht auch andere Produkte zu sehen. Dann können wir das ganze Portfolio noch ein bisschen erweitern. Da bin ich einfach mal gespannt auf eure Meinungen. Sage jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.